Bau das zu. Danke. Ho, ho, ho. 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 Beleidigst du mich gerade als Ho? Ja, Ho. Klimmi ist eine Ho. Hallo? So, morgen ist Weihnachten. Ich habe mich gerade umentschieden. Klimmi, ich werde das doch nicht an Weihnachten hochladen. Ich lade das noch heute hoch. Legen wir hin. Okay, hallo. So, Leute, wer das Infovideo gesehen hat, der weiß, ich bin krank, aber ich habe mit Klimmi untersucht. Ich habe Klimmi untersucht. Ich habe mir... Nee. Das wüsste ich. Was geht denn hier ab? Ich habe mit Klimmi mitgenommen, der mich so ein bisschen seelisch unterstützt. Morgen ist Weihnachten. Hallo. Oh Gott! Und wir finden jetzt heraus, was hier in meinem Haus... Alter, was ist denn in meinem Haus los? Was war das denn bitte? Wer hat denn eine fucking unsichere Hühnerfarm? Kuhfarm, bla. Kannst du meine Items holen, Early? Wo sind die denn? In Skates Kuhfarm ist gerade was explodiert. Das war ein Creeper. Nicht deren Scheiß ernst. Warte doch erstmal, entspann dich. Reg dich später auf. Ich würde gerne erst meine Sachen haben. Okay, könntest du das Aufregen auf ein bisschen später verschieben? Kann mir sowieso nicht aufregen. Alter, jetzt viel, viel Fleisch dadurch. Nice. Weil ich habe auch Hunger. Aber ich hatte auch Kartoffeln, also ich hatte keinen Hunger mehr. Aber alles ist weg. Du hast jetzt ein Geräusch, wenn du dir Sachen anlegst. Du hast viele Geräusche jetzt. Das ist ganz cool. Der Bug mit, bin ich bei dir am Essen? Machen. Was? Dreh ich mal um, bin ich am Essen? Nö. Dieser Essensbug, der geht mir total auf den Sack. So, Klimmi, komm mal mit. Was ist hier in meinem... Ja, warte, ich repariere... Du willst ein Zombie, das ist Chemiker, hier Ding, Alchemist, oder? Stimmt. Was? Das ist ein Alchemist. Ey, nicht töten, nicht töten! Okay. Den verwandeln wir zurück, ich hab Sachen dafür. Hier, hast du eine Möhre. Nimm ihn mit. Nimm ihn mit. Nimm ihn mit. Wir sperren ihn ein. Ich gebe mir erst eine Möhre. So, was ist mit meinem Haus passiert? Aua, weiß ich nicht. Hier wurde einfach ein Weg durch mein Haus gebaut. Don't feed wild early boys. Du mich auch. Die legendäre early Ruine. Mit der Kind of Magic. Ja, aber voll cool gemacht. Ja, das lief das so. Ich finde das irgendwie cool. Ja, stimmt. Die Bastion-Skate, die einfach einen Weg mitgebaut haben, die Penner, Alter. Einfach mitten durch dein Haus. Was steht da drüber? SEB2. Sehe ich nicht. Ich find's cool, wie die überall Lianen dran gehangen haben. Ich hab ihn eingesperrt. Nice. Ein Villager, der dir wieder geklaut werden kann. Alter, deine Chicken Farm, ne? Ich hab mir mal ein bisschen Chicken genommen. Zitat, ich hab ihn eingesperrt. Hast du ihn, ja? Ist gut. Er ist die Weakness Potion, ne? Was? Er ist die Weakness Potion. Keine Ahnung, ich hab's noch nie gemacht. Wie cool hier auch alle Bäume nebendran stehen, sogar Early Skate, ja alles klar. Nee. Am meisten fucken mich dieses ganze Gras überall ab. Oh oh, oh oh, oh oh, oh. Schlimm, das kannst du alleine machen. Hilf mir, bau das Ding hier zu! Bau das zu! Danke. Du hättest das ruhig weiter zubauen können. Kackende Jürgens. Und noch ein Skelett mit verzauberten Bogen. Ja, schieß bitte auf mich. Ja, geil, geil. Hey, geht's gut? Early ist voll krank, Alter, der arme Junge. Ja, aber trotzdem nehme ich... Schreibt mal gute Besserung in die Kommentare. Haben sie schon alles gemacht. Keine Sorge, Klimmi, die Leute waren nett. Ihr wart alle nett, Leute. Ich hoffe, ihr habt Mario Maker Mittag mit Christian geguckt. Wenn nicht, solltet ihr das nachholen. So. Du spielst Mario Maker?
Nein, Christian. Was? Christian spielt das. Du hast Sachen von mir aufgesammelt. Nee, die liegen da. Oh mein. Am allermeisten. Es gibt auf jeden Fall Rache an diesem Kack-Ender, Jürgen. Wirklich, hä? Am meisten fuckt mich wirklich dieses scheiß Gras hier ab. So, du Jürgen. Aufs Maul. Ah, jetzt kommst du nicht mehr zu mir, wa? Das ist nicht mehr so eine große Schnauze. Und tot ist er, danke. So, dann gehen wir noch ein paar Eier. Und ein paar mehr Chickens haben. Deswegen leckt der Server immer so, weil ihr alle 5 Millionen Chickens da eingesperrt habt. Warte mal. Ich muss mal ganz kurz überprüfen, wie viele Chickens du da drin hast. Das Problem ist, dass das Gras hier wegmache. Alter, da sind fucking 300 Chickens drin. Das reicht ja wohl langsam. Naja, ist doch gut so. Ja, aber. Das ist hier nicht effektiv, wenn das weniger sind. Was mich abfuckt, um dieses Gras hier wegzumachen, muss ich alles Fackeln mit abreißen. Hey, lass es doch, das sieht wenigstens mal gut aus hier. Ich mag das Gras nicht. Warum? Weiß ich, ich mag das. Weiß ich nicht. Das ist für mich Unkraut. Es ist ja auch Unkraut, das ist ja auch Gras. Aber sieht halt gut aus. Deswegen muss es ja weg. Willst du nicht erstmal dein Haus holen, bevor du hier alles andere abreißt? Ja, ich will dieses scheiß Gras weg haben, das mag ich nicht. Das Gras ist blöd. Oder weint ihr das. Oh, das tat weh im Kopf. Oder seht ihr das nicht genauso? Ja, ich mag Gras. So, und also, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich die Folge etwas kürzer halte, dass ich auch noch schaffe, eine Folge für morgen zu machen. Ach ja, was mir gerade einfällt, Leute. Es kann sein, dass ich morgen Livestream werde. Also höchstwahrscheinlich, weil mir geht es eigentlich so gut, dass ich denke, dass es mir morgen auf jeden Fall wieder besser geht. Okay. Daumen hoch schon mal deswegen dafür. Deswegen wird es wahrscheinlich morgen einen Livestream geben. So Richtung Mittag, Vormittag. Also an Heiligabend selbst nicht. Also am Abend nicht. Aber halt morgen, ne, an Weihnachten. So gegen Mittag, wenn alles gut läuft. Ich hätte mir eigentlich was Wärmeres anziehen sollen. Das Problem ist aber, wenn ich mir was Wärmeres anziehe, schwitze ich wie eine Sau. Hat nämlich gestern schon so. Das ging mir dezent auf den Zeiger. Er schwitzt wie eine gar kranke Sau, Mann. Geh mal hoch, geht's aus. Oh, ziemlich nice aber überall. Warst du mal bei Skate? Ja, schon mehrmals. Ja, ich hatte mir ein bisschen geholfen hier. Die Häuserfront zum Beispiel habe ich ihm gebaut. Und ich muss sagen. Ich verfluche die beiden gerade, ne? Warum? Weil ich den ganzen Kacke wieder abbauen muss. Was ist denn das da oben? Wieso Sepp 2? Weiß nicht, habe ich auch nicht verstanden, habe ich ja eben vorgelesen. Leute, wenn ihr wisst, was das bedeuten soll, schreibt es mal in die Kommentare. Verstehst du mich nicht? Ich auch nicht. Vielleicht, und weil, der Villager ist da. Weil der ja Sepp heißt, also Skate heißt Cleric. Ja Sepp. Cleric hat auch Bücher zu verkaufen, ne? Klim. Der tauscht einfach ach, fucking Rotten. Ich weiß, warum Sepp hoch 2. Warum? Basti heißt ja auch Sebastian wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, und Skate ja auch. Ach so. Klimmi? Hm. Klimmi? Hm. Habt ihr ein bisschen Rotten Flash geklaut, ne? Bitte. Aus dem Monsterfab. Weißt du ja noch, ne? Hab ich dir erzählt. Ich glaube, ich klag mich jetzt wegen Klauung an. Der Villager tauscht einfach Rotten Flash gegen Emeralds. Endlich. Deal? Ja, mindestens 1000 Emeralds und die haben jetzt für das Rotten Flash, ne? Es ist so wunderschön. Ich hab kein Rotten Flash. Du gibst mir ein paar Emeralds ab. Ich brauch 14. Weil der von Sinus tauscht nämlich Bücher und Emeralds gegen Mending-Bücher. Redstone, Lapis Lazuli. Das ist eigentlich auch relativ billig, das ist okay. Wobei, warte mal, wie viel kriegt man? Ein Emerald, zwei Lapis Lazuli und zwei Redstone, das ist ein bisschen wenig, egal. Bis ab, Zocker! Der zockt mich in meinem eigenen Haus ab. Ich mach aus dem 2, glaube ich, mal eine 4 oder so. Eine was? Aus dem 2 mache ich eine 4. So, wir traden jetzt einfach mal hoch. Boah, einfach 16 Emeralds so schnell. So, es gibt neue Sachen. 6
Emeralds gegen eine Enderpearl. Ein Emerald gegen... gegen drei Glowstones. Davon holen wir uns hier halt mal ein paar. Danke. Was? Ein Emerald für drei Glowstones? Mhm. Finde ich okay. Ja. Und eine Bottle of Chanting. Geil. Ich habe ihn wieder. Das ist der, den ich wieder haben wollte. Er hat Verzauberungsfläschchen. Für wie viel? Drei Emeralds. Fünf Emeralds. Eine Verzauberungsflasche? Ja. Das ist aber nicht sehr günstig. Ja, aber du kannst halt relativ schnell hochtraden, ne? Heißt? Das, ich weiß nicht mal, was wir damit vorhaben. Ja, ich weiß, was sie damit vorhaben mit dem Verzauberungsflächen. Ich will aber wann auch schalte ich dann wieder ne? Die Dinge ins frei? Für das Rotten Flash? Achso. Was? Ich will aber auch jetzt auch was haben für das Rotten Flash, was du mir geklaut hast, alles. Ne, ich stand ja die ganze Zeit an der Monsterfarm, dadurch kam das ja, ne? Im Endeffekt. Ja, aber ich hab die ja gebaut. Ja. Du darfst die nutzen, Klim. Ich durfte deine Monsterfarm nutzen, dafür darfst du meinen Villager nutzen. Gib mir doch wenigstens einen Emerald, du Gieriger. Okay, dankeschön. Hier, yeah, natürlich. Nein, Quatsch. Was tradet der? Lass mich mal sehen, was er alles tradet, so. Warte, ich will noch gucken, ob es noch mehr gibt. Hä, Rotten Flash für einen Emerald, das geht halt echt gut da, oder? Hä? Rotten. Nice, Alter, ein Emerald für zwei Redstone. Nice. Oh, Enderperlen? Mhm. Also, ich mag den. Ich meine, ist ja nicht so, als hätte ich genug Enderperlen, aber. Ich finde den Typen voll nice, doch. Ja, wir haben cooles vor, Leute. Soll ich dir mal zeigen, wie man meine Monsterfarm erreichen kann jetzt? Ich habe was anderes gebaut. Man kann die jetzt mega schnell erreichen. Mit Enderportal. Ja, genau. Soll ich dir mal eben zeigen, was das ist? Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr trotzdem einen Däumchen nach oben gebt. Denn wie gesagt, ich bin krank und gebt mir trotzdem Mühe, euch die volle Ladung Videos zu bringen. Also ich habe ja noch ein paar vorproduziert gehabt. Aber für morgen, ich kann mal ganz kurz sagen, für morgen sieht es ganz schwarz aus. Für morgen habe ich ein Video. Deswegen werde ich heute mir noch ein bisschen Mühe geben, dass noch ein paar Videos kommen für morgen. Obwohl ich krank bin. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr den Däumchen nach oben gebt. Und in der Beschreibung mal vorbeischaut. Bei Nitrado vor allem vorbeischaut. Bei Nitrado gibt es ein schönes Weihnachts-Event. Da bin ich auch noch am überlegen, dass ihr das auch noch mal so ein paar Folgen mache. Das Weihnachts-Event ist ganz cool. Beziehungsweise ein Winter-Event. Dann schaut dann mal vorbei. Link ist unten in der Beschreibung zu Nitrado. Da findet ihr dann auch das Winter-Event. Würde ich mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Morgen ist Weihnachten, Leute. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis dann. Tudelu. Klemm nicht Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss.